Willkommen zurück, ihr Lieben, zu Let's Play Tomb Raider 2 Remastered. Im Eispalast sind wir. Wahrscheinlich die letzte Folge in diesem wunderschönen Tibet-Abschnitt im Himalaya-Gebirge. Ganz tief im Eispalast, ganz nah an dem Talion, den wir hier suchen. So, jetzt sind wir hier. Oh, das brennt ja gar nicht. Seht ihr das? Sehr spannend. Also im letzten Level hat das Ganze nämlich gebrannt. Ah. Aber das sieht cool aus. Das sieht sehr cool aus. Dass diese heiße Magma da reinläuft und das Eis zum Schmelzen bringt. Ja, sehr schön. Mehr muss man hier tatsächlich gar nicht machen. Wir sind jetzt hier oben lang gekommen, was wir vom letzten Level aus schon gesehen hatten. Und ich gesagt habe, wir müssen das Eis dann noch schmelzen. Und das sieht richtig geil aus. Aus. Na super. Kann man die Fackel noch aufsammeln? Wahrscheinlich nicht. So, wir brauchen eine andere Waffe. Ach, da kann sich Lara schön hochziehen. Nehmen wir doch mal die Flinte. Oh, die sind richtig schön, diese Schneetiger. Und gefährlich sind sie auch. So, jetzt aber. Das Eisloch wollte ich sagen. Das sieht echt cool aus, wie das hier eingebrochen ist. Mit dem Rand auch vor allem. Das ist echt mega geil. Und das ist das Ding, was wir suchen. Und zwar der Gonghammer. Da schauen wir gerade nochmal. Gonghammer, genau. Ja, da kommen jetzt auch wieder so Fischer, also schnell wieder raus aus dem Eis. Oh, die Oberfläche sieht so cool aus. Wie war das im Original? Oh Gott, okay. Ganz schnell wieder wechseln. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass die Stellen so krass überbelichtet waren, wenn man damals eine Fackel anhatte. So, wo ist denn der Fischi? Also das Eisloch ist hier gerade echt mein Highlight. Ah, Moment. Hätte auch in die andere Richtung gehen können. Die Harpune haben wir doch auch am Start. So, und weg ist das Ding. Sollen wir das andere noch? Guck mal, hier hinter dem Gitter liegt noch was. Seht ihr das? Das ist Uzi-Munition. Hier, da kommen wir bestimmt drüben durch das Loch nochmal rein, wo wir die Schrotmunition zum Ende der letzten Folge hingefunden haben. Da gucken wir jetzt nochmal. So, die Harpune passt jetzt gar nicht auf Laras Rücken in diesem Level. Das müssen wir ganz schnell wieder ändern. Der Granatwerfer ist, denke ich, die bessere Ausrüstung für uns. So. Hier, ne, hat man ja gesehen, da kann man nochmal ins Wasser springen. Da kommt man wahrscheinlich dahin, wo die Munition liegt. Aber da kommt man nicht mehr an die Leiter. Das haben sie jetzt unzugänglich gemacht. Da wollen wir nicht mehr hin. Sollen wir auch nicht mehr hin. Sondern nur einmal hier nochmal rein. Und dann genau kommen wir zu der OC-Munition. Also das macht wirklich nochmal was aus, hier einen Abstecher hinzumachen. Da findet man nämlich doppelte Schrotmunition und doppelte OC-Munition. Also wenn sich das nicht lohnt, dann weiß ich auch nicht. So, dann können wir jetzt wieder in das kalte Eisloch hineinspringen. Und mal hier raus tauchen. Aber mich interessiert gerade noch was. Ob Lara hier Luft holen kann, weil sie haben... Ah, wirklich? Guck mal an. Das war wirklich im Original auch schon so. Okay, krass. Halt natürlich jetzt viel schicker. Machen wir nochmal eine Fackel an, weil es ist wirklich dunkel hier in diesem Eispalast. Wie viele Fackeln haben wir denn? Wir haben doch bestimmt eh genug. Weil im nächsten Level im Tempel des Xian brauchen wir nämlich noch Fackeln für die Spinnenhölle. Wow, das war knapp. Das wird generell knapp. Ach du Scheiße. So, und noch einer. Nein, der war daneben. Brauch noch ein Medipack. Wo ist er? Da. War da jetzt noch einer? Ich dachte, sie hat auch noch in diese Richtung gezielt. Ja, aber ich glaube, das war's jetzt. Schon mal hier die Spieße auslösen. Das war sogar relativ knapp. Okay.
Jo, hier sind auch mehrere von den Spießen. Also es war nicht nur die eine Stelle. Ich speichere mal kurz zwischen, bevor wir die auslösen. Ich will nämlich nicht später aus Versehen drunter laufen. So geht's. Oh, die sehen einfach cool aus, diese Spieße hier. Ja, genießt es nochmal, dieses... Na toll. Immer wieder das Typische mit den Fackeln, wenn sie in dem Moment ausgehen, wenn man sie aufheben will. Genießt nochmal diese Schnee- und Eisatmosphäre. Das war's dann erstmal für lange Zeit. Also bei Tomb Raider 2 zumindest. Weil wir dann ja nach China zurückkommen. Aber wenn wir dann mit der goldenen Maske weitermachen, dann haben wir wieder Schnee und Eis. Aber gerade so für das Originalspiel hier, genießt es nochmal. Auch hier wieder so eine richtig schöne Gletscherspalte da oben. Das Eis. Geil, geil, geil. Das ist so schön gemacht. So, wo müssen wir denn jetzt hin? In welche Richtung? Da lang? Oder da auf der anderen Seite lang? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Wir machen nochmal eine Fackel an. Da kommen doch irgendwo auch noch so Lawinen und sowas. Ist das nicht die Stelle hier? Nee, da, oh, da kommt noch so ein Typi. Typi vor allem, ne? Gehen wir mal in die andere Richtung, aber es war jetzt auch egal. So. So, weg ist er. Und lohnt sich sogar, weil wir hier sogar mehr Granaten finden, als wir verbraucht haben. Aha. Yay, sogar dreifach. Und nochmal mehr. Aha. 8 Granaten haben wir gefunden. Das ist doch richtig geil. Wenn sich das nicht gelohnt hat, hier einen Abstecher hinzumachen, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, da dürften uns auch gar nicht mehr viele Gegenstände fehlen. 10 Stück aber immerhin noch. Gut, das Secret, der Talion an sich. Da haben wir ja schon fast alles. Hier vielleicht nochmal drauf gucken, nö. Gut, dann geht es in die andere Richtung weiter. Da ist eine Sackgasse, da müssen wir nicht hin. Jetzt stehen wir halb hier im Stein. Ah, da liegt noch ein Medipack rum. Das nehmen wir natürlich auch herzlich gerne an. Aha. Mhm. Boah, das sieht so richtig geil, wie die Granate fliegt. Habt ihr das gesehen? Das ist cool. Das ist einfach geil. Der Granatwerfer ist so eine geile Wumme. Richtig geil. So, wann haben wir eigentlich diese Tür hier aufgemacht? Weiß man nicht so genau, ne? Oh, da sieht man jetzt richtig die Eisberge da oben. Also eigentlich hätte sich Lara wirklich einfacher machen können und einfach mit dem Helikopter hier einmal abseilen. Hätte sich den ganzen Kram mit diesem Seraphen sparen können und durchs Kloster, und hast du nicht gesehen. Das hätte sie echt einfacher haben können. Aber wer weiß das schon vorher, ne? Da steckst du einfach nicht drin. Da machst du nix. Aber Möglichkeiten hätte es gegeben, definitiv. Na toll. Und wieder Möglichkeit, Lara zu töten. Sehr schön. Achso, jetzt sind wir wieder hier, genau. Lassen wir die erstmal vorbeirollen. Ah, toll, das sind ja direkt auch 2. Hätte ich ja vorhin mir auch mal merken können für diese paar Sekunden. Oh Mann, okay. Alle guten Dinge wieder. Es sind aber nur 2 und nicht alle guten Dinge, sind 3, oder? Doch, hier 3. Und die sind auch jeweils immer 3. Es ist immer eine große, eine mittelgroße und eine kleine Kugel. Jo, und hier dürfen wir jetzt rennen, wenn hier die Lawinen auf uns losstürzen. Oh Gott. Ja, da sehen wir es. Die ganzen Lawinen kommen. Oh oh. Boah, ich hätte es jetzt auch cool gefunden, wenn jetzt hier so ein Eis aufgewirbelt worden wäre, aber das ist nicht der Fall. Ich will aber nochmal oben schauen, weil ich glaube, da liegt noch was dahinter. Wenn ich mich recht entsinne, kann man da nämlich noch hin. Vielleicht ist es aber auch nur Wunschdenken. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Ich glaube, es ist Wunschdenken. Aber es hat sich trotzdem gelohnt, hierher zu kommen. Weil ihr seht diesen Riss wieder. Das sind so Kleinigkeiten, aber es ist einfach so schön detailliert. Und dann glitzert das noch so mit der Sonne, die da scheint, ne? Wie das Eis so schön funkelt. Das ist mir ja damals im tibetanischen Hochland schon aufgefallen. Dieses Funkeln am Eis. Die Risse hier drin. Das ist so genial. Einfach schön. Nun gut. Mehr zu finden gibt es hier nicht. Die Sicht brauchen wir auch nicht mehr. Es kommen keine Lawinenkugeln mehr. Und dann müssen wir bald schon am Ende sein, glaube ich sogar. Das geht hier alles ganz schön schnell zum Schluss hin.
Oh, das ist nochmal gefährlich. Ich weiß auch nicht, ob wir da runter in diese Spalte müssen. Ich glaube nicht, aber ich würde trotzdem... Jawohl, brauchen wir auch gar nicht schauen, weil da unten, da kann man gar nicht runter. Da ist auch keine Leiter oder ähnliches. Oder haben wir die jetzt nur übersehen? Das kann natürlich auch sein. Ach, wir springen mal runter. Vielleicht gibt es eine Trophäe. Man weiß ja nie, ne? Aber wie sie sehen, sehen sie nichts. Wir können uns natürlich die andere Seite auch nochmal anschauen, weil es so viel Spaß macht, Lara zu lynchen. Na toll. Das kann man übrigens auch geschickter mit dem Fotomodus machen, aber das dauert mir jetzt zu lange. So rum ist einfacher. Ich wollte, dass sie so eine Rolle macht, aber da war sie schon rechtzeitig runtergefallen, dass sie die nicht mehr machen konnte. Ne, da ist auch nichts. Wie soll man da runterkommen, ne? Keine versteckte Eisleiter oder was in Sicht. Das heißt, wir können weitergehen. Sorry, Lara, dafür. Oder kann man jetzt hier runterklettern? Aber ich glaube, da unten... da können wir jetzt aber nochmal gucken. Komisch, dass hier keine Leitermusik kommt. Da kommt leider keine Leitermusik. Nee, da liegt auch nichts. Nun gut, dann... ach, wir klettern uns jetzt einfach mal komplett hoch. Wenn wir das Ding laden, dran springen, hochklettern, sind wir auch nicht viel schneller, glaube ich. Also klettern wir einfach mal. Dann wurde diese Leiter auch nicht umsonst so lange programmiert. Oder ist anders zu sehen. Da haben die Eisspalten sich nicht umsonst über Jahrtausende, Jahrmillionen gebildet, wie auch immer. Nutzen wir diese schöne Eiswand aus, um sie komplett einmal hochzuklettern. Wie sie jetzt auch so diesen Blauton ändert, ne? Also farblich haben sie auch wirklich ganz viel... Geschick bewiesen hier beim Remaster. So, jetzt sind wir oben. Und dann kommt, glaube ich, auch schon langsam der Showdown, oder? Das dürfte doch nicht mehr lange dauern hier. Oh oh. Ja. Oh. Wollte Lara aber frühzeitig hier einsetzen. Nehmen wir mal ein großes. Ich glaube, das können wir gleich gebrauchen. Und wir nehmen auch die Uzzis. Die werden wir auch brauchen. Das ist der Eispalast mit diesem geilen Eis hier an der Decke. Es ist einfach so, so schön. Es tropft sogar so ein bisschen darunter, ne? Seht ihr, die tropfen ja mega. Gucken uns das da unten jetzt erstmal an, bevor wir hier Stress machen. Das wird nämlich wirklich stressig. Da unten ist der Talion. Obwohl... Den Gong können wir, glaube ich, sogar schon mal einsetzen, ne? Also laden wir gerade nochmal, weil da passiert nämlich noch nicht viel. Den Gong können wir schon mal machen hier. War auch gerade geil, wie das mit dem Eis dargestellt war. Nein, das ist unser Tod. Das überleben wir nicht. Na gut. Dann halt nochmal. Oder wir haben den Gong noch nicht ausgelöst jetzt. Liegt jetzt auch nichts hinter, aber ich will nochmal auf der anderen Seite schauen, ob da noch was liegt. Ansonsten können wir nämlich eine Etage tiefer und dann kommen wir rein zum Talion. Das ist das gute Schmuckstück, was wir hier seit Ewigkeiten suchen. Seit Anfang des Spiels suchen wir diesen Gegenstand. Überlegt euch das mal, wie krass das ist. So, aber bevor wir jetzt hier Stress machen und so, gibt es erst noch ein paar Sachen zu holen. An Secret kommen wir noch nicht. Das befindet sich nämlich hier. Und da befindet sich auch noch ganz, ganz anderes dahinter. Das ist das Problem an der Sache. Wow. Wow, wow, wow. Sieht das schön aus. Diese Eisskulpturen. Das ist der Eispalast, Leute. Der kommt einfach natürlich
so viel anders rüber als im Original. Das muss ich überhaupt nicht erwähnen. Das sieht so, so schön aus. Ich bin total geflasht. Als wir das letzte Mal hier durchs Gitter geschaut hatten, da oben, am Anfang vom den Katakomben des Talion sogar noch, da hat mich das im ersten Moment schon geflasht. Und wie es auch hier so leicht so reinschneit. Schnee gibt's ja bei Tomb Raider 2 eigentlich noch gar nicht, der fällt. Wow, das sieht so schön aus. Ich kann gar nicht aufhören, mir das anzugucken. Das ist echt geil. Oh, hier, ne? Und das spiegelt so schön mit dem Fackellicht. Das ist einfach herrlich. Mega, mega, mega. Sehr, sehr schön. So, jetzt aber nichts wie runter hier. Kommt da auch noch ein Yeti? Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Aber ich weiß, dass hier Sachen rumliegen. Wir können jetzt erstmal in diese Richtung gehen. Ah ja, da ist sogar ein Hebel. Was macht denn der nochmal? Ach nee, der, da ist das Secret dahinter. Dann sind da hinten nur Sachen, wo ich gemeint hatte, wo das Secret ist, hinter dieser großen Eiswand. Dann war hier nur der Hebel zum Secret, so war das. Ja, ihr merkt, ich habe schon wieder Dinge durcheinander geworfen. Zu lange her, Tomb Raider 2. Jetzt gucken wir aber die Seite nochmal runter, weil da kann ja auch noch irgendwas liegen. Ja, das sind Spieße. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Haben wir den Hebel jetzt gezogen? Weiß ich nicht. Können wir auf jeden Fall hier lang. Das geht. Aber ich glaube, das führt uns zu nichts, ne? Sonst wären die Spieße da auch nicht. Die sollen einem ja zeigen, hey, da musst du nicht hin. Okay. So, jetzt vorsichtig. Ganz vorsichtig. Gucken, ob der Hebel gezogen ist. Gut, dass wir hier unten in dem dunklen Loch nochmal eine Fackel haben. Nee, haben wir noch nicht. So, jetzt machen wir nochmal eine an. Multitasking-fähig ist die Frau nicht. Fackel anzünden und gleichzeitig hochziehen, das ist nicht drin. Man findet aber wirklich verhältnismäßig wenige Fackeln bei Tomb Raider 2. Ne? Wenn ich jetzt mal Tomb Raider 4 überlege, hätten wir bestimmt, ach, ich will jetzt gar nicht in Zahlen ausdrücken, aber Hunderte. Wirklich Hunderte. Ja, Leute, es bringt ja jetzt auch nichts, das hier irgendwie rauszuzögern. Wir, ah, nee. Wir holen erstmal ganz entspannt das Secret, bevor wir hier den Endboss auslösen. Brauchen wir vielleicht nochmal Munition für? Die kriegen wir vielleicht nochmal von dem Drachen spendiert. Aha. Oh ja, Granaten. Was soll der uns sagen? Wir nehmen den trotzdem nicht, den Granatwerfer. Das habe ich noch nie bei diesem Gegner gemacht. Könnte man aber auch mal machen. Aber ich habe jetzt echt Bock auf die Uzzis, muss ich sagen. Mit Granatwerfer, da schießt man vielleicht dann doch auch daneben, wenn man Pech hat. So, da kommt man jetzt gar nicht drauf. Wir müssen jetzt zum Talion. Da müssen wir jetzt irgendwie hingelangen. Frage ist, von wo? Hier können wir hochkraxeln, oder? Jawohl, das geht. Oh, die Eistexturen sind so schön hier. Ich genieße es gerade echt nochmal richtig, bevor wir wieder den Abschnitt jetzt wechseln. Und hier sogar das Fiamanera-Symbol. Auch so schön eingeschnäht nochmal, ne? So eingekratzt. Sieht cool aus. Am Original auch schon so. So, Leute, jetzt geht's los. Wir nehmen ihn mit. Den Talion. Aha. Und wir zücken die Waffen, denn es kommt ein Endboss. Da ist er. Den müssen wir aber jetzt erstmal ein bisschen ablenken, weil wir wollen nämlich hier noch Sachen mitnehmen. Aha. Wow. Raus. Ein Riesenvogel ist das übrigens. Hat auch einen Namen, kann ich gleich nachschauen. Ich habe mir nämlich die Gegner rausgeschrieben von Tomb Raider 2, damit ich da vorbereitet bin. Oh, wow. Da hat er nämlich einen bestimmten Namen, dieser Rieseneisvogel hier. Der Wächter des Talion.
Vielleicht heißt der sogar so. Nee, der hat einen anderen Namen. So, jetzt aber. Speichern. Und Woman. Ihr seht, wie er Leben verliert. Ich kenne mich auch schon aus vielen Custom Levels. Yes! Wir haben eine Trophäe erhalten. Lara rottet Yetis aus. Dafür, dass wir den Tibet-Abschnitt abgeschlossen haben. Haben alle Secrets? Ach, dafür haben wir bestimmt auch wieder eine Trophäe bekommen. Das hatte ich vorhin sogar verpasst. Alle Gegenstände gefunden, da freue ich mich auch sehr drüber, dass das alles kompletti ist. Und jetzt gucken wir nochmal zum Schluss, wie gesagt, nach dem Gegner, wie der heißt. Wächter des Talion tatsächlich. Ich hatte einen anderen Namen im Kopf, aber vielleicht heißt er dann in der goldenen Maske anders. Jo Leute, das war's mit diesem wunderschönen Tibet-Abschnitt, der hat mir richtig gut gefallen. Also wirklich ein absolutes Highlight, auch mit dem Kloster und jetzt nochmal der Eispalast. So viele Highlights, so schön gemacht, wirklich ein Traum. Ganz, ganz toller Abschnitt. Den haben wir jetzt hinter uns. Die Abschlussstatistik seht ihr vor euch. Brauche ich nicht viel weiter zu sagen. Wir werden jetzt das nächste Mal wieder weiterreisen nach China zurück und unseren Talion dort platzieren, damit wir in den Tempel des Xian kommen, zu dem Dolch, den wir suchen. Also dort sehen wir uns dann wieder. Macht's gut und ciao.